nicht. Kann man auch nicht. Das müssen wir noch eben schnell machen. Ach man. So. Was soll das jetzt? Zack, 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 zack. So. Jetzt haben wir natürlich den einen Block wieder weggelegt. Und den müssen wir auch eben nehmen. Und irgendwas, nein. Zaun. Ich weiß, hätte man stacken können, aber das ist ja mit einem Druck auf Erde geregelt. Sam. Sieht auch cool aus. Nun wäre das das. Oder... Ja, lassen wir es nicht nur so. Also das ist hier unser S-Bereich, den wir jetzt mal eben tauschen müssen. So ein bisschen, ich habe mich da wirklich an Dingens orientiert, an Dragon Ball. Jetzt denken viele, warum? Ich meine, also wer Dragon Ball, ja doch Dragon Ball kennt, der kennt auch das Kami-Haus. Und das ist ja ein ziemlicher Treffpunkt für alle gewesen in der Zeit, also in der ganzen Serie. Und da saßen die auch an solchen Tischen, das fand ich dann immer so cool, wie die dann alle immer zusammensaßen und da Kaffee getrunken haben und wo die dann auch immer da irgendwie gewohnt haben, eine Zeit lang während des Trainings. Und das fand ich dann immer so cool, dass ich auch selber mal im Wohnzimmer sowas hatte, aber es war ja... In Deutschland ist sowas ja, geht ja, hat man ja sowas nicht. Und ja, da fand ich das eigentlich als Andenken ziemlich cool, das jetzt so nachzubauen. Und ich meine, dann saßen die da so auf ihren Kissen am Tisch, da kniet man eigentlich auch nur so hin. Und ja, dann saßen die da am Kaffee trinken und so. Ganz normaler Treff halt, und das fand ich halt so klasse, wie die dann so mitten in einer einsamen Insel im Haus dann da so die ganze Zeit so am Nachmittag, während die anderen am Trainieren waren, saßen die normalen, in Anführungszeichen, dann da so am Kaffee trinken, und dann saß dann auch Vater so vom Fernseher, den lasse ich jetzt mal, und das wollte ich jetzt hier so ein bisschen verdeutlichen, das ist in die Küche jetzt ziemlich groß geraten. Könnte man wieder mit so einem Accessoire. Moment. So einmal. Dann so. Hier, die haben wir ja noch. Die können wir mal eben missbrauchen. Machen wir hier und hier einen hin. Hier und hier. Jetzt haben wir immer noch kein Holz mit. Ich bin jetzt gerade ein sehr fauler Mensch und mache einmal so, 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 so. 6 Stück, wir brauchen 6 Stück.
nee, Mist. Hier und da müssen ja noch normale Blöcke rein. Vorher hier nochmal wieder ein. Und hier nochmal wieder ein. Und hier kann auch normale Blöcke. Und hier der Mittel. So, dann haben wir hier noch so einen schönen Durchgang. Das rundet dann das Ganze etwas ab, wenn man da noch durchkommen könnte. So. Ist natürlich doof. Ach nee, das kann man ja nicht wegen dem Kissen. Warte. Das ist eigentlich perfekt. Wir müssen nur noch einmal wieder zurück. Yay, rennen. Muss ja noch ein bisschen anders aussehen. Was machst du denn da? Genau. Dann... Haben wir nicht. Zwei, okay. Zack. So, kommen die weg. Aufsammeln. Genau. Wir packen die Koppel jetzt einfach weg. Dann haben wir auch wieder Platz. Definiere Platz. Oh Mann. Jo. Dann machen die Küche nochmal eben fertig. Ja gar nicht. Genau das wollte ich. Mist. Dann... Und auf... Warte. Diesen Boden, also... Hier... Kommt immer noch nicht rein, Mann! Vorziehen, zurückziehen, geht nicht. Konsequenzen sind ja wirklich durch und durch doof. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Eine sehr doofe Lösung für mich, aber eine noch relativ einfache Lösung überhaupt. Kaum rupf ich eine Wand raus, sage ich wieder so. So perplex. Genau. Und genau. Kann man noch ein Muster heraus erkennen.
Mensch. Jetzt fehlt es mir natürlich wieder an allem. Zack. Na komm. Dann die. Oh, Diablo. Heißt aufhören. Ja, wir hören gleich auf. Machen wir eben schnell zu Ende. So. Dann... den und den. Den tauschen wir jetzt. Damit. So, yeah. Wir müssen erst einen runter, um dann hochzugehen. Aber ich denke mal, so schlimm ist das gar nicht. Währenddessen war ich ziemlich überlänge geworden jetzt, aber es macht ja auch nichts. Wir müssen nur noch den Glowstone einverschieben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also bis denne und gute Nacht.